Willkommen zum heutigen Video. Heute haben wir das Thema Rollen und wollen ein bisschen ausprobieren, wie man sich durch die Gegend rollen kann. Aber als erstes schaut ihr euch bitte ein Aufwärmvideo an, damit ihr schön warm seid und fertig seid zum Start. Wenn ihr das Aufwärmvideo geschaut habt, dann schnappt ihr euch jetzt bitte einmal eure Eltern und wir gucken mal, was wir an Material heute brauchen. Heute brauchen wir irgendwas, wo man gut drauf rollen kann. Am besten wäre es, wenn ihr eure Matratze aus dem Bett nehmt und die an einem Ort stellt, wo ihr genug Platz habt. Wenn ihr eure Matratze nicht aus dem Bett nehmen dürft, dann schaut, ob ihr hier so eine Matte, so eine Yogamatte findet bei euren Eltern. Aber am besten wäre natürlich die Matratze. Genau, dann können wir auch schon loslegen. Wir starten erstmal mit Drehen. Rollen hat ja immer ganz viel mit Drehen zu tun. Heißt, wir starten erstmal und drehen uns durch den Raum. Nehmt die Arme mal auf oder macht sie mal wieder zusammen. Dann wieder auf. Guckt mal, was da sich anders anfühlt. Dreht auch gerne mal in die andere Richtung, dass ihr nicht ganz so doll die Drehung bekommt. Okay. Und wenn ihr das gemacht habt, dann setzen wir uns schon mal auf den Boden. Setzt euch auf eure Matte und wir fangen mal damit an, dass wir unsere Beine an uns ranziehen, aufstecken und so umklammern. Und dann macht ihr euch bitte rund und rollt einfach mal dahin. Guckt mal, wie weit ihr kommt, so dass ihr auch wieder hochkommt. Und ganz wichtig, macht dabei das Kinn schon mal an die Brust, das brauchen wir später für den Purzelbaum. Ruhig läuft, also ob ihr eine einzige Bewegung macht. Wenn ihr zum Beispiel zu gerade seid, dann macht es nur, dann landet ihr zuerst auf dem Boden und rollt euch dann weiter. Guckt also, dass ihr schön rund bleibt. Genau. Wenn das gut klappt, dann wollen wir uns seitlich rollen. Heißt, so ähnlich, was wir eben im Stehen gemacht haben, legt ihr euch jetzt auf den Boden, flach auf den Bauch. Dann strecken wir Arme und Beine aus und versuchen uns zu rollen. Dabei müsst ihr die Arme und die Beine ganz gestreckt lassen und alles anspannen, was ihr gerade wollt. Schaut mal, ob ihr gerade wollt oder ob ihr schief wollt. Je nachdem müsst ihr das mal ausprobieren. Und rollt auch mal in die andere Richtung. Wenn ihr noch schief rollt, dann drückt bitte hier auf Pause und schaut, bis ihr gerade rollt. Dabei ganz gestreckt bleiben, die Arme ausgestreckt lassen und alles anspannen. Dann solltet ihr gerade rollen. Genau, wenn das gut klappt, dann gehen wir über zur Bärchenrolle. Am besten macht ihr die auf dem Boden, eure Matratze dürfte zu klein sein. Aber dafür setzt ihr euch so ähnlich wie im Schneidersitz hin, nur dass ihr die Füße vorne zusammennehmt. Die haltet ihr jetzt mit euren Händen fest und dann rollen wir über das eine Bein weiter. Versucht auch genug Schwung mitzunehmen, dass ihr wieder hochkommt. Probiert das einfach mal aus. Wie gut das klappt. Auch hier könnt ihr gerne wieder auf Pause drücken und schauen, bis es funktioniert. Als nächstes wollen wir jetzt den Purzelbaum lernen. Der ist ganz wichtig, wenn man irgendwo runterspringt oder sowas, dass man auf jeden Fall sich abrollen kann. Den werden wir auch brauchen für den Handstand, den wir in einem folgenden Video dann machen werden. Für den Purzelbaum stellt ihr euch an den Rand eurer Matratze und macht euch klein. Die Füße bleiben zusammen, das Kinn, wie vorhin bei der Rolle, an die Brust, ganz klein machen und dann rollt wieder nach vorne. Nehmt euch hierfür gerne auch eure Eltern, die können euch helfen und euch dabei unterstützen. Ganz wichtig ist wirklich, dass ihr das Kinn an der Brust lasst und den Rücken krumm macht.
weil ihr sonst zu gerade seid und euch wehtun könntet. Genau. Probiert das wirklich einige Male aus. Wenn ihr habt, könnt ihr ein festes Kissen nehmen und euch da drauf stellen für den Anfang. Dann kommt ihr schneller in die Drehung rein. Wenn das mit dem Grundbleiben nicht klappt, dann sucht ihr am besten einen Kaugummi, den ihr euch auf den Po geklebt habt. Könnt ihr auch gerne einen Punkt oder sowas tatsächlich draufkleben, dass ihr was sehen könnt. Und dann geht ihr auf die Suche danach und wollt automatisch. So, probiert das wirklich die ganze Woche mal aus, wie das klappt oder auch nicht klappt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Gerne könnt ihr jetzt noch ein Cooldown-Video gucken. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss!